Jamila ist eine sehr, sag ich mal, starke Person. Sie hat ein unglaublich starkes Selbstbewusstsein, ist trotzdem irgendwie lustig und lebensfroh und auch unheimlich klug und weiß auch viel, will viel wissen und sie geht mit einem aufrechten Kopf durchs Leben. Du musst nicht so scheiße zu Rainer sein, nur weil dein Papa dich nicht will. Hau ab, du Missgeburt. Nini ist ein Mädchen, das eher am Anfang sehr ruhig ist, sag ich mal, also im Gegensatz zu Jamila. Die sind halt so ein bisschen gegensätzlich. Und Jamila ist so ein bisschen halt die Anführerin, sag ich mal. Aber sie entwickelt sich dann durch den Film ziemlich doll und wird auch erwachsener sozusagen und nimmt dann auch halt selbst mal die Züge in die Hand, wenn man das so nennt. Sie ist sehr ehrlich und wenn zum Beispiel sie irgendwie lügt oder sowas, dann kriegt sie auch meistens ein schlechtes Gewissen und steht halt mehr so zur Gerechtigkeit und so und möchte halt immer so das Gute in allem sehen. Schissa! Du hast doch keine Ahnung, Mädchen. Da können wir auffallig die Eier platzen. Wie Eier platzen? Wer hat dir denn den Scheiß erzählt? Das ist kein Scheiß, das hat Tarik gesagt. Ja, weil Tarik ein Scheißeverbreiter ist. Stirb langsam. Selber, stirb langsam zwei. Hört auf. Will jemand ein Bang-Bang? Amir Begovic ist ein... Naja, eigentlich... wahrscheinlich dann doch irgendwie sensibler eher und naja, gar nicht so wahnsinnig cooler und aggro-Typ, wie er macht. Und ist halt so ein bisschen... Okay, kannst du hin? Kann ich! Nein! Ich muss auf dich aufpassen, wir nehmen Serien! Alter, ich bin doch kein Mädchen! So ein bisschen fehl am Platz, habe ich manchmal auch das Gefühl, so da, wo er steht im Moment. Schäm dich! I think that at one point in the film, Jasna loses everything so much that she becomes even more fearless, that she is not afraid to dance on the balcony even though she knows what it means. She knows that she can die. And that's the true force that lies in her, that she is not afraid of death because death would be even better for her than living this kind of life that she lives. It's like she's like a caged bird. Nura ist eine sehr starke Frau. Sie hat extrem viel durchgemacht. Sie ist eine sehr liebevolle Mutter, die für ihr Kind lebt, würde ich sagen. Ja. Mama, ich kann kein Arabisch. Wer sich in Dinge einmischt, die ihm nichts angehen, hört Dinge, die ihm nicht gefallen. Ich sag doch nur meine Meinung. Ich will, dass ihr euch da nicht einmischt. Alle beide, habt ihr verstanden? Ist ja schon gut. Mama, jetzt hast du geguckt, wie die struck. Gib mir deinen Teller. Annika Lindemann ist die Mutter von Nini. Und man lernt sie kennen, dass sie wirklich phlegmatisch, im Drehbuch steht lustigerweise wie ein gestrandeter Wal, eingebettet zwischen Chipstüten. Sie ist mittlerweile Teil des Sofas geworden. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Du musst dich mehr anstrengen, Nini. Außerdem habe ich einen Typen umgebracht und Crystal Meth gespritzt. Jamila sagt, wir müssen wissen, wie alles geht. Wir müssen üben für später. Für das echte Leben. Damit uns keiner was kann. 8-9 Stunden Ethik ist halt ausgefallen. Uns ist echt heiß in unseren Klamotten. Eigentlich mache ich das ja nie, aber... Eigentlich. Machen wir sowas auch nie. Du Opfer. Hey! Was für eine Schnappe! Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. In der Nacht zeigt sich unser Glanz. Alle drehen durch und es wird getanzt. Wir sind wie ein Butterhund. Jetzt kommt das Beste. Wer kommst du denn genau? Aus dem Irak. Da ist ein Brief gekommen vom Ausländeramt. Wo? Ich schwöre, dass wir für immer zusammenbleiben und mich niemals allein lässt. Ich werde nie Deutsche werden. Scheiß auf Deutschland. Das ist doch scheißegal, ob ich abgeschoben werde. Mann, es geht nicht immer nur um dich. Du kannst ja niemanden lieben, der dir so weh tut. Natürlich kann ich das. Siehst du doch. Lass uns irgendwas machen. Was Schönes. So verschwinden ineinander und die Luft wird dünn. Ich flieg wohin. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja!
Mikrofon auf dich. Und was machen wir den Rest der Ferien?